Ganz herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Wir melden uns heute aus dem Villa Park. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Und es geht bei uns heute um ein Spiel in der Premier League. Aston Villa gegen Norwich City. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Sie haben deutliche Defizite im Abschluss in dieser Saison. Das wird ein schweres Auswärtsspiel. Die Aufgabe heute, alles andere als einfach. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Aston Villa. Sie treten nur mit einem Stürmer an. Es gibt ja viele Teams, die das mittlerweile so machen. Und das geht auch, wenn entsprechend aus dem Mittelfeld die Unterstützung kommt. Thank you, Villa Park. Enjoy. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Douglas Lewis. Grealish. Target. Engels. Mings. Douglas Lewis. Kann er was draus machen? Und damit sind sie am Ball. Bayram. Aston Villa ist auch einer dieser Clubs, die es nicht leicht haben. Ja, wir reden aktuell viel über den englischen Fußball, aber da geht es halt doch zumeist um die Spitzengruppe, um die sogenannten Großen. Und ich glaube, da tut man gerade den Clubs wie Aston Villa ein wenig Unrecht. Und die Chance. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Aston Villa über die Seite jetzt. Hereingabe. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Gefährlich. Klasse Pass. Die Gelegenheit für die Flanke. Verteidiger ist dazwischen. Tete. Duda. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Buendia. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Tolles Zuspiel. Jetzt ist es gefährlich. Und jetzt gibt es eine Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Jetzt der Eckball. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Macht er gut. Guter Vorstoß jetzt. Geklärt, aber es gibt die Ecke. Ja.
So, Ecke kommt. Da kann sich die Abwehr erstmal wieder entspannen. Engels. Guibert. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Mings. Douglas Luiz. Jetzt müssen sie aufpassen. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Super Pass jetzt. Super rausgeholt, den Kopfball. Marvelous Nakamba. Douglas Luiz. Mings. Engels. Schöner Spielaufbau jetzt. Gazzi. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Die Ecke kommt, Ball kommt nicht an. Da können sie erst mal klären. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Kommt jetzt die Flanke. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Ballverlust. Da bekommt er Unterstützung. Sieht gefährlich aus. Was macht er draus? Kann er was draus machen? Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Guibert. Hereingabe in die Mitte. Den hält er natürlich, keine Frage. Schwacher Ball aus der Distanz. Ja, da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Henley. Buendia. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Engels, Marvelous Nakamba, Douglas Luiz. Gute Aktion. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. So, immer weiter läuft der Ball, immer weiter suchen sie die Lücke. Douglas Luiz, Grealish. Gefährlich. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Schade, da war er noch dran, konnte aber das Tor nicht verhindern. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Engels. Guibert. Aston Villa über die Seite jetzt. Mbawa Ali Samata. Ballverlust. Gazzi. Mbawa Ali Samata. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Guibert. Tete. Buendia. Tete.
Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Da ist Platz. Macht er gut. Ja, könnte was werden. Sehr guter Einsatz. Da kommt die Ecke. Tolle Parade. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Es geht hier nach Durchgang 1 ganz schön eng zu. Ja, im Angriff finden sie nicht so richtig statt. Und dann wird es natürlich schwer. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Tete, Duda, Bayram. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Ja, schwacher Ball hier. Target. Mings. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Sieht gefährlich aus. Was macht er draus? Macht das ganz sicher. Bayram. Da ist die Flanke. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Erst diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Sie natürlich, bei wem Sie sich bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Jetzt ist es gefährlich. André Duda. André Duda. Und da ist der Ball wieder weg. Mings. Target. Douglas Lewis. Marvelous Nakamba. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Und das ist der Ballverlust. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Duda. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Bayram. Schönes Pressing jetzt. Da verlieren sie den Ball. Tete. Buendia, Duda, stark gearbeitet hier. Guibert. Engels. Baba Ali Samata. Gazzi. Er kann ihn reinbringen. Douglas Lewis. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Und da haben wir noch mal das klasse Kopfballtor.
Toll vorbereitet und dann stimmt auch das Timing beim Kopfball. Absolut sehenswert. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Macht das da gut. Unaufhaltsam. Duda. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Mbawa Ali Samata. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt die Flanke. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Mings. Marvelous Nakamba. Target. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele immer wieder. Sehr souverän. Tolles Passspiel heute bei Ihnen. Sehr flüssiger Spielaufbau. Das sieht schon gut aus. Engels. Douglas Lewis. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Gazzi. Ballverlust. Duda, Vrančić, Buendia. Sie unterstützen gut. Direkt wieder zurück. Was macht er draus? Das sieht vielversprechend aus. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Duda, Vrančić. Gute Aktion. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Da können sie erstmal klären. Und das gibt Einwurf, der Ball im Aus. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Buendia. Ja, könnte was werden. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Douglas Lewis. Target. So, viel Zeit bleibt hier nicht mehr. Und sie machen das jetzt auch clever irgendwo. Da kommt keiner dran. Und den Ballbesitz wollen sie einfach nicht mehr hergeben. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Bayram. Duda. Buendia. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Und das war's. Sie gewinnen diese Partie und dürften zufrieden sein. Auf jeden Fall, Wolf. Ordentliche Leistung. Verdienter Sieg. Weiter geht's. Der Sieg hier für Sie doch ein wenig überraschend. Zu Null heute. Das wird ihrer Defensive richtig gut tun.